Kater Paulchen möchte ungestört seinen Nachmittagsschlaf beginnen und bittet um unbedingte Ruhe. Paulchen vor Jahren zu uns. Seitdem ist er unser Sonnenschein an allen Tagen, in allen Ecken und zu allen Zeiten. Seitdem lässt sich für uns die Menschheit in zwei Gruppen einteilen. A. Katzenliebhaber und B. vom Leben Benachteiligte. Miau, 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 miau. Wo sind die, die's nicht glauben? Wo? Paulchen hatte nach einem reichhaltigen Frühstück heute noch eine Einladung zum Mittagessen in das Katzenstudio von Paul erhalten in Oberwennerscheid. Die Tür öffnete er sich schon mal selbst, um dann sogleich am gedeckten Tisch Platz zu nehmen. Paulchen war in all den Jahren bei uns zum Gourmet hochentwickelt worden. Und sehen Sie selbst, welche Fertigkeit er hat, die einzelnen Speisen zu ordnen. Als Hauptmahlzeit gab es heute Hühnchen. Und sehen Sie selbst, mit welcher Fertigkeit er sich daran gibt und dieses Hühnchen so langsam zerlegt und satt und satter wurde, sodass er sogleich schnellstens zum Örtchen sich verabschieden musste. Sodann bat er, auf den Arm genommen zu werden und auf dem Motorradrücksitz hinten Platz zu nehmen für eine Stadtrundfahrt. Derweil besuchte uns seine Kommilitonin Emily und ließ sich bewirten und ansonsten ein paar Vorstunden in unserem Garten mitverleben zu dürfen. War zugegen. Paulchen beginnt seinen nachmittäglichen Inspektionsgang. Dabei erwarteten ihn schon sehnlichst etliche seiner Kommilitonen. Hatte rund um den Computer ein hohes Interesse geweckt und das Internetgeschehen gelernt, sehr zu meiner Verwunderung. Und im
Gegensatz zu 80% der heutigen Bevölkerung, die als Internet-Analphabeten zu bezeichnen sind. Und ein bisschen miteinander spielen zwischen Mensch und Tier ist auch etwas Hervorragendes. Und hier etwas aus der Tierschule. Der Rabe füttert sowohl Paulchen wie auch den Hund Wauwau. Klein an mehrere Katzengenerationen bei uns kennen und lieben gelernt. Und denken wir immer noch gerne an Juppi und den so sehr geliebten Niki, unsere allererste Katzengeneration. Und Kater Paulchen freut sich jetzt schon wieder auf den Weihnachtsbaum.